und auch, dass die hier auf der Straße sind, das finden wir gut. Aber passiert ist eigentlich überhaupt gar nichts. Und deshalb sind wir heute ein zweites Mal hier. Und wenn es sein muss, werden wir auch noch öfters hier sein, bis sich endlich was bewegt. Richtig! Wir fordern echte Demokratie jetzt und wenden uns gegen alle undemokratischen, autoritären Systeme. Wir distanzieren uns ausdrücklich von deren Theorien, Ideologien oder kollektiven Glaubensbekenntnissen. Wir protestieren für die vollständige Umsetzung von Menschenrechten und gegen jegliche Einschränkung dieser Rechte. Für das Recht auf sichere Existenz und bedingungslose politische und gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen. Wir sind eine neue globale Bürgerbewegung und als solche distanzieren wir uns von jeglichen Parteien oder etablierten Organisationen. Wir bieten während der gewaltfreien Demonstration keine Plattform für Partei oder andere Werbung. Ich bitte euch, das zu respektieren, denn die Leute sind genau deswegen hier, und die bitte einzurollen. Und wenn ihr Flyer und Sonstiges von denen bekommt, bitte wegschmeißen, einpacken, zu Hause wegschmeißen, die wollen wir hier nicht sehen. Genau. Besondere Aufmerksamkeit da bitte auf die Büsos. Super. Herzlich willkommen. Wer war denn letztes Mal schon hier? Ja, schön. Und wer ist neu hier? Super, wir werden immer mehr. Am 15. Oktober war das also schon viel ein Anfang. Ich spreche jetzt mal normal, ich lese das mal nicht ab. Ist das in Ordnung? Ist das zu schnell? Nein? Okay. Also für manche war das das erste Mal, letztes Mal am 15. Oktober. Für andere heute, und ich hoffe, es wird noch viele erste Male geben wie nötig. Und manche fragen sich, warum habt ihr eure Stimme erhoben? Warum gehen wir auf die Straße? Und das ist immer noch die gleiche Antwort. Weil wir verärgert sind, weil wir wollen, dass sich was ändert, weil wir auch bereit sind, uns selbst zu ändern. Und dann hat letztes Mal eine Frau gesagt, naja, ihr demonstriert ja gegen euch selbst. Ja, irgendwie schon, denn wir sind alle Teil des Systems. Und da komme ich da wieder darauf zurück, wir sind auch bereit, uns selbst zu ändern. Und deswegen möchte ich euch jetzt was erzählen. Es hat sich ja ein Camp gebildet, das ist Occupy Düsseldorf Camp. Und da habe ich jetzt nichts vorbereitet, das erzähle ich jetzt mal so. Ich versuche mal, mich zu beherrschen, nicht, dass ich hier gleich losheule. Ist alles sehr aufregend. In einer Woche hat dieses Camp sich gebildet und eine... Kann man das hören? Ja? So, und das heißt nicht, dass dieses Camp nur dazu da ist, dass da drei symbolische Zelte stehen und zeigen, wir gehen nicht mehr weg. Dieses Camp lebt eine kleine Miniaturutopie. So kann, das ist wirklich ein großes Wort, aber so sehe ich das. Da haben sich Menschen versammelt, die da versuchen, neue Strukturen zu bilden oder alte aufzubrechen, die eine Versammlung jeden Abend abhalten, wo sie neue Diskussionsformen erproben und wo sie immer mehr ethische Fragen diskutieren und sich schon fast verabschiedet haben von dieser ewigen Bankkrisenfrage. Sie bedenken alle unsere Konzepte und Strukturen, die wir jetzt gewohnt sind, und überlegen, wie man die neu denken kann. Sie bilden ein neues soziales Gewissen. Andere Institutionen, da muss ich jetzt auch zum Beispiel über die Kirchen sprechen, oder andere NGOs haben da vielleicht ein bisschen versagt oder zu wenig Macht gehabt, ich weiß es nicht. Aber diese kleine Zelle hat in dieser einen Woche Großartiges geleistet. Eine Küche organisiert, ein Bücherschrank, alles mögliche, und Leute kommen vorbei und sie bilden auch eine Plattform, dass man sie ansprechen kann, dass man direkt kommunizieren kann, dass Leute gehört werden. Ich finde das eine ganz große Leistung. Mir persönlich am Herzen liegt, und von uns werden immer Forderungen verlangt. Das ist auch in Ordnung, es gibt sehr, sehr viele Forderungen und jeder hat seine einzigen. Es ist ganz schwer, die zusammenzufassen, und keiner ist wirklich bereit von uns. Es gibt keine Hierarchien in unserer Gruppe, in dieser Bewegung. Ihr seid alle Teil der Bewegung und wir haben niemanden gewählt, der für uns sprechen kann. Deswegen finde ich das fast anmaßend, wenn jetzt einer sich hier aufhören würde und sagen würde, ich kann alle Forderungen von allen formulieren. Ich müsste mir eine Klorolle um den Hals hängen mit all euren Forderungen. Das kann ich nicht. Genau. Ne? Aber wir können sagen, dass wir die gleichen Ziele haben. Und das sind diese Wörter, die so gerne als schwammig und ich weiß nicht was beschrieben werden. Ja, es sind Wörter wie Verantwortung, Menschlichkeit, Menschenrechte. Man will sie ja fast gar nicht mehr aussprechen. Aber es sind diese Wörter, und wir wollen einfach, dass sie nicht
Profit nach oben stellen, sondern diese ethischen Konzepte nach oben stellen. Das ist doch ganz einfach eigentlich, denkt man sich, wenn man sich bei jedem Handeln, wenn man sein Gewissen befragt. Und wer nicht zum Camp kommen kann und das trotzdem live erleben möchte, es gibt ja ein Streaming jeden Abend. Wir versuchen sehr transparent zu sein und die Grenzen zwischen Transparenz und Schamgefühl vorsichtig auszuloten, sage ich mal so. Die Bereitschaft zur Transparenz ist sehr groß, sodass man jeden Abend unter, ihr müsst es googeln leider, ich sage es mal durch, www.livestream.com oder .com, / Occupy Düsseldorf. Man kann fast alle Camps online per Livestream sehen. Es gibt dazu bestimmt bald ein richtiges Livestream-TV-Programm. Dann gucken wir alle keine Dschungelgeschichten mehr und keine Almgeschichten mehr. Dann gucken wir Occupy. Und dann hoffen wir, dass wir heute noch ein bisschen Musik kriegen. Und dann habe ich noch ein persönliches Anliegen. Ich finde, viele kennen ja das Wort Bashing oder Mobbing. Und ich finde auch, das ist ja eine weltweite Bewegung, und ich finde Griechenmobbing oder Bashing oder wie wir es nennen wollen, ich finde das ganz, ganz schrecklich. Manch andere hat einen Migrationshintergrund, ich habe einen dreifachen. Ich finde da keine Worte für. Das griechische Wort Freundschaft wurde von Aristoteles ganz eng mit Demokratie in Verbindung gebracht, Philia. Und das finden wir in vielen, vielen unseren Wörtern. So, ich muss gar nicht sagen, wir wissen alle, was unsere Kultur mit Griechenland zu tun hat. Aber auch überhaupt, denkt an den schönen Film Alexis Sorbas, in dem es um Freundschaft geht zwischen Griechen, einfachen, klugen Menschen und Intellektuellen. Ich weiß nicht, ob den jemand noch kennt. Und wir wollen vielleicht später zusammen freudig ein bisschen tanzen. Vielleicht sind ja Griechen dabei. Ich habe griechische Musik mitgebracht. Vielleicht können wir das auch ein bisschen mehr feiern heute und zeigen, dass wir alle nur Menschen sind. Ja? Ja? Ist nicht peinlich, wenn wir Shiitake tanzen, oder? Und in Frankfurt, höre ich gerade, sind schon wieder 6.000 heute auf der Straße. Wir sind nicht alleine, wir sind viele. Und wir machen heute auch keine betroffenen Gesichter. Wir wollen ja die Welt glücklich machen und glücklich ändern, ne? Ist mal ein bisschen netter heute. Nicht so, ne? Wir sind ja keine Schafe. Das ist heute in so einer globalisierten Gesellschaft für viele der Fall.
über die Banken hergezogen oder über die Banken gemeckert, dass wir die Macht der Banken brechen müssen und dass wir die Macht der Großunternehmen brechen müssen. Und das ist auch ganz richtig und ich habe mich auch etwas mit diesem Thema beschäftigt. Wir werden alle verloren sein. Hilf uns doch endlich. Und wir helfen Ackermann. Schickt Liebe zu Ackermann. Heute bewegen. Protestiert gegen die Politiker, die unfähig sind. Schäuble gesagt, dass er Verständnis für uns hat. Wie wäre es, wenn wir von hier aus ihn einladen, mal mitzumachen? Ja. Und nicht nur Verständnis. Er darf in meinem Zelt schlafen! Ja. Und nicht nur Verständnis, sondern sich mit uns zu empören. Das wäre doch toll. Wir laden Wolfgang und Angela ein, am nächsten Samstag dabei zu sein. Unserer Bewegung vorwirft, wir hätten irgendwie keine konkreten Forderungen. Ich glaube, manchmal wird das verwechselt. Wir haben noch keine konkreten Lösungen, die man das technisch umsetzt, aber wir haben sehr viele Forderungen. Und wenn die Medien ja jeden, es stehen Hunderte, jeden fragt, da könnte locker spontan zwei, drei Punkte nennen, die einen empören. Also mich empört zum Beispiel, klar, auch was die Banken momentan treiben, mich empört, dass der Bundestag die Bundeswehr nach Afghanistan schickt, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung da nicht mit einverstanden ist. Und auch die Sachen wie zum Beispiel Massentierhaltung, denke ich, dass das auch viele mit empören wird. Das klingt jetzt auf den ersten Blick alles so beliebig, ihr seid ja irgendwie gegen alles und für alles, aber der Kern des Ganzen ist, uns fehlt die echte Demokratie, um genau diese Empörung auch mal zu adressieren. Unsere Forderung ist, hört uns zu, sprecht mit uns und bezieht uns in die Entscheidungsfindung endlich mit ein. Das ist die Kernforderung, denke ich, von den meisten. Wenn die erfüllt ist, dann können wir die ganzen anderen Themen auch mal angehen und uns die Welt dann wirklich so gestalten, dass sie möglichst vielen Menschen behagt. Yeah.
Hey, everybody. That was a fantastic dance. Thank you very much for inviting all of us to the party. You know, I was watching the American mainstream media, and I heard that last weekend a bunch of unorganized hippies got together to do drugs and have sex. Luckily, I actually attended the event, and I saw otherwise. I saw people of all ages, genders, backgrounds, getting together to celebrate justice and the truth. That's what I saw. And I also saw people giving up on the notion of power and privilege and deciding to turn to one another for a solution that has been a big problem for decades and centuries and for the history of the human being. You know, there's so many mysteries out there, and we wonder, you know, how is it that the pyramid was built? The Great Pyramid of Egypt, people still to this day, how was it built? How did they do it? You know, I think it's pretty simple. I think they got together and decided to build it. You know what I mean? It's not that tricky. I think basically we have the strongest weapon known to man. It's called the truth. And I think we're all learning how to teach so we can teach others how to learn. The truth is there. And all we need to do is pass it around and, you know, make little truth babies that just go around having fun with one another. You know, it's pretty easy. And it's a lot of fun. I think that dance party was a beautiful sign of things to come. The solution is actually a party. It's having fun. It's celebrating. It's getting together and sharing the truth. And I'm just flabbergasted at the support worldwide to finally, you know, stand up for what's right and to get rid of this corporate culture that's dominating us. I don't know about you guys, but if Iron Man comes out in 3D and superpower, you know what I mean? Come on, is that really the culture, the organic culture of these people? I don't think so. You know, I see the future, and I see walking down the street to different vendors, different stores, different smiling faces. Because, you know, when you're genuinely free, you're genuinely happy. And we're going to achieve that. We're already achieving it. It's spreading like wildfire. And there's so many reasons to celebrate. There's not many reasons to be negative right now. And furthermore, I'd like to point out that each and every face that you come encounter with, every face that you lay your eyes on, that's one of us, people. You know, these one percenters are so elusive. Don't worry about pointing out the enemy. Point out your friends. Make friends with each and every one of us. You know, we're all the 99%, every single person. So don't even worry about, you know, fighting. Just spread the truth and have fun and dance in the park and sing in the rain and have a little fun and make them little truth babies. I love you guys. Aber von unten kommt immer besser. Occupy Deutschland und Occupy weltweit. Im Internet kursiert ein Aufruf von der Occupy-Bewegung auch, am 5. November einen Bankenrun zu starten. Bankenrun, für den, wer es nicht weiß, alles Geld von den Banken abzuziehen. Das heißt Konten leer räumen und so weiter. Dazu möchte ich euch nur eines sagen. Ihr solltet euch alle über die Folgen darüber bewusst sein. Die Politik hatte bereits in der ersten Krise 2008 vor nichts mehr Angst als vor diesem Bankenrun. Denn wenn das passiert, bricht das System zusammen. Das liegt... Ich sage pro Bankenrun, weil ich sage, schlagt das System mit seiner eigenen Waffe, dem Geld. Und es gibt es aber viele Zweifler unter euch, die vielleicht meinen... Vielleicht trifft es mich nicht so schlimm. Vielleicht kann ich ein bisschen retten von meinem Wohlstand. Den kann ich nur sagen, vergesst es. Es ist ungefähr so, als wenn ihr in einer Scheune steht mit 1000 anderen. Die Scheune brennt lichterloh und ihr denkt euch, die anderen wird's erwischen, aber ich komme schon hier raus. Das ist ein Trugschluss. Glaubt eines, wenn ihr zu dem 1% gehören würdet, was draußen vor der Scheune steht, dann würdet ihr mit der Feuerwehr darüber verhandeln, wie ihr die Scheune kontrolliert abbrennen lässt, damit eure eigene Villa nebenan nicht Feuer fängt. So sieht die Wahrheit aus. Aber nochmal zum Bankenrun. Wenn das System kollabiert,
dann sollten wir alle wissen, was wir danach machen wollen. Was ist danach? Ich würde das total gerne mitmachen, aber mir ist einfach nicht klar, was passiert dann. Reicht das, wenn ich einfach nur mein Konto für einen Monat leer räume und das bleibt bestehen? Muss ich das ganz auflösen? Und wenn ja, wohin kriege ich dann zum Beispiel mein Geld? Also ich bin keine Autofahrerin, ich kann nicht irre weit fahren, um irgendwo bei einer grünen Bank mein Geld abzuholen. Wie kannst du das ein bisschen mehr erklären? Das wäre toll. Zum Bankenrun generell. Jeder sollte sein eigenes Tageslimit beachten, wenn er zumindest sein Girokonto oder Sparkonto leerräumen will. Größere Beträge über das Tageslimit sollten wenigstens eine Woche vorher angemeldet werden. Es könnten viele sagen, okay, dann können sich die Banken ja vorbereiten und genug bereitstellen. Glaub mir, die Banken haben eine so geringe Kerneigenkapitalquote, dass sie einen Massenansturm nicht bewältigen können. Die Folge wird sein, es wird sich ein paar Wochen hinziehen, dass die Notenbanken, sprich vor allen Dingen die EZB und die Bundesbank, müssen neues, frisches Geld drucken. Und wenn das passiert, dann gibt es eine Geldschwemme am Markt. Und das heißt nichts anderes als Hyperinflation und Wertverlust des Geldes. Also wer auch immer meint, bei einem Bankenrun käme er davon. Vergesst es. Es werden alle Leute darunter leiden. Aber es bietet die einmalige Chance, dass das System wirklich ernsthaft zusammenbricht. Das war's. Hier ist nochmal das Nadinchen. Und weil wir gerade schon Terminierungen hatten. Am 11.11. ist der nächste Weltrevolutionstag und sagt es jedem, den ihr kennt, alle Leute müssen wieder auf die Straße. Dieses Mal müssen wir mindestens 10.000 sein hier in Düsseldorf und wir müssen den Menschen zeigen, dass wir Menschen sind, die uns lieben, die Spaß haben und die am Leben hängen und leben wollen. Dazu kommen diesen 15. Die Empörten aus Europa, aus Brüssel nach Düsseldorf, haben wir gehört. Sie werden hier eine Karawane durch Düsseldorf ziehen, Assembleas veranstalten, um wieder zu zeigen, wir sind alle zusammen. Ich stehe hier in Düsseldorf, aber ich stehe in meinem Geist auch an der Wall Street und ich stehe auch am Tahrirplatz und ich stehe auch in Hongkong und ich stehe in Spanien und in Griechenland. Wir sind in dem Spiel zusammen und wir müssen das zusammen ändern. Erzählt jedem davon, wirklich jedem, mit dem ihr in der Bahn sprecht. Sprecht Leute an, traut euch. Ich meine, in der Bahn, die Leute sitzen ruhig nebeneinander. Keiner traut sich, mit seinem Nächsten zu reden, weil wir alle schon so viel Angst vor persönlichem Kontakt haben. Müssen wir nicht haben. Die Menschen mögen uns und wollen, dass sich was ändert. Ihr müsst sie darauf aufmerksam machen. Also lasst uns weiter hier zusammenstehen, Woche für Woche, und es einfach zusammen durchstehen und ändern. Und ja, es ist super. Ich liebe euch, Leute.